Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Nachdem ich mich bei der letzten Folge ziemlich verfranst habe, geht es nun endlich weiter in der Hoffnung, dass ich den Weg zu dieser dämlichen Quest doch noch finde. Ist ja auch ein... Oh, lala. Ist ja auch eigentlich nur sowas wie eine Nebenquest. Das heißt, eigentlich gar nicht so furchtbar überlebenswichtig. Aber ich möchte halt... Ja, lala, lala. Ich möchte halt nicht immer nur diese Hauptquest verfolgen, weil... Schwermut ist überall. Ich meine, Sinn dieses Spiels ist es ja auch hin und wieder mal ein bisschen was anderes zu tun. Oh, schau mal einer an. Ich habe noch drei Seilpfeile. Und zack. Nein, gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Kann ich da irgendwie... Ich würde da jetzt ganz gerne dann hoch. Danke. Aha, ja, okay. Er macht's, er macht's. Ich habe meinen Timer vergessen. Macht nichts, sind nur ein paar Sekunden gewesen. Wenn es jetzt hier nichts zum Holen gibt. Meine lieben Freunde. Was es offensichtlich nicht gibt. Warum zum Henker bin ich dann hier? Das ist doch kack, jetzt habe ich einen Seilpfeil verschwendet. Mann! Das ergibt doch keinen Sinn. Naja, es ist natürlich super, um sich irgendwann mal zu verstecken. Aber trotzdem irgendwie blöd. Blöd! Komme ich da hoch? Da vorne komme ich auch hoch. Oder komme ich da gerade runter? Ich bin verwirrt! Nee, da komme ich gerade runter. Ich laufe gerade völlig in die falsche Richtung. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ah! Oh. Oh, ich bin jetzt geschrocken, du. Ich laufe immer noch in die falsche Richtung. Ich muss doch da längs. Aber wie komme ich da längs? Ist hier immer auch noch irgendein... Ah, okay. Der geht da lang. Heißt, ich kann hier hin. Ui. Und hier. Hui. Hey, Baby. Ist ja Wahnsinn. Ich finde Wege. Und 15 Meter noch. Heißt, ich kann hier tatsächlich durch. Und bin dann hoffentlich gleich auf der anderen Seite. Oh. Zu viele Ablenkungen in kurzer Zeit alarmieren alle Gegner in der Nähe. Ja, ich weiß, ich weiß. Also ich wusste es nicht, aber kann man sich ja eigentlich auch irgendwie denken. Okay, neuer Abschnitt. Halleluja. 11 Meter noch. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe die Quest gefunden. Halt. F5. Bevor mir wieder irgendwas in die Quere kommt. Das will ich nicht. Nicht riskieren. Ist hier noch irgendwas zu mitnehmen? Nein. Schade. Leider nicht. Spring. Danke. Okay, ich muss wahrscheinlich da hoch. Aber wie, ist jetzt die Frage. Die Frage der Fragen. Oh, dieser Eintopf liegt mir aber schwer im Magen. Ihr und eure Eintöpfe immer. Vielleicht solltet ihr mal was anderes essen, dann wird es eurem Magen immer besser gehen. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Kleiner Moment, einmal fokussieren hier. Ah, da kann ich hoch. Ach nee, Quatsch, da komme ich doch gerade. Komme ich da nicht gerade her? Nee, da komme ich nicht her. Heißt, zack und zack. Doch, hier komme ich wahrscheinlich her. Aber darüber komme ich anscheinend nicht. Da kann ich aber hoch. Hier. So, dann da. Zack. Und 9 Meter. Hä? Unter mir? Echt jetzt? 5 Meter. 7 Meter. Ist ein Schluck von Troys Wunderelixier. Vielleicht muss ich ja da runter. Ja. Ganz runter. Ja, ich muss hier runter. Okay. Kanalisation. Möchtest du diesen Kundenauftrag starten? Ja, möchte ich gerne. Ich habe zwar keine Ahnung, was mich in dieser Kanalisation erwartet, aber ich werde es einfach mal in Angriff nehmen.
gehen auf jeden Fall irgendwann davon aus, dass du nicht mehr da bist. Richtig. Sehr schön. Schalte Gegner lautlos aus, schleiche dich hinter dein Opfer und schlage es K.O. Also gut, dann zeig mal her. Was? Lass her zeigen. Das Orakel, du Truppenbold. Naja, ich habe es nicht dabei. Man sollte Geschäfte nie mit den Händen machen, mit denen man isst. Es ist sicher verwahrt. Bei allen toten Göttern! Du hast bis zum Schlag des Glockenturms, um es herzubringen. Sonst kannst du dir einen anderen Käufer suchen. Hey, psst. Wozu denn so ein Aufhebens? Ich bin ja schon unterwegs. Lanny, ich bestell den Meister Trunkenbold nicht zum ersten Mal. Also nochmal. Wie soll man eine Tür öffnen, wenn der Griff sich ständig bewegt? Was kommt als nächstes? Muss eine dieser neumodischen Maschinen sein. Dieser Türgriff. Ja, wenn man total volltrunken ist, kriegt man natürlich keine Tür mehr auf. Soll ich dir vielleicht helfen, alter Freund? Und eingesperrten Hunde. Irgendwie habe ich manchmal Untertitel und manchmal auch wieder nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Einfach nicht schlau. Ich würde ganz gerne das, was da vorne glitzert, mitnehmen. Der Gestank hier ist widerlich. Kriegt er tatsächlich diese dämliche Tür nicht auf? Ist das jetzt sein Ernst? Okay, ich habe es tatsächlich geschafft. Heilige Scheiße. Hört mir jemand zu? Ich brauche Feuer. Okay, ich könnte da rein. Hey, nice. Schon wieder was zu mitnehmen. Wurfobjekt. Kann ich sehr gut gebrauchen. Glaube ich. Ich stehe jetzt immer noch vor dieser dämlichen Tür. Kann ich die aufmachen? Wer ist da? Ich sehe kaum was. Ich brauche bestimmt eine Brille. Tatsache, ich habe dem Typ tatsächlich... Sorge dafür, dass Lanny sein Versteck erreicht. Wie soll ich das denn bitte machen? Der Gestank hier ist widerlich. Jungs, ich bin's. Oh toll. Lanny kommt zu mir. Der alte Trupp wieder vereint. Meine Fresse, wie lange ist das her? War der mal bei der Wache? Also etwa 3 Stunden, Lanny. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Stimmt's? Trinken wir auf alte Bekanntschaften oder bis die Flaschen leer sind? Die Pfeife ist aus. Jemand ein Streichholz? Schmeckt irgendwie seltsam. Ist das Zeug alt? Wie soll ich jetzt... Da hast du bei deinem letzten Besuch reingepisst. Ich brauch Feuer, Jungs. Gib mir noch einen Schluck, muss den letzten runterspülen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Oder wie ich... Ah, okay. Ich verstehe. Feuer? Bitteschön. Meine verdammte Pfeife brennt. Ich wollte Feuer, nicht die Apokalypse. Das muss ein wirklich Idiot gewesen sein. Sogar die rote Jenny würde umdrehen, wenn sie ihn kommen sieht. Okay, verstehe. Jetzt verstehe ich. Keine Zeit für den alten Lenny. Alles klar. Gut, sehe ich eben. Dann würde ich mal sagen, gestaltet sich das doch als relativ einfach. Ich meine, unentdeckt bleiben dürfte relativ einfach werden. Schwermut hat er auch noch, Ochmann, der arme Kerl. Ey, das ist ja nicht richtig lukrativ. Schlimmer als sonst. Ich hätte schon viel früher diese Aufträge in Anspruch nehmen sollen. Sie selber abgefallen. Sie hat nichts gekostet. Okay, jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich selber nicht entdeckt werde hier. Oh, Sir. Von einsam gegen der Ablehnung. Oh, gut. Rosie, Rosie, lass unter dein Hosi. Hau ab, Lanny. Oh Gott. Na, wie wär's, Rosie? Kleines Nimmerchen? Nein. Nicht komm nicht ernsthaft mit dir, ey.
Ich kann nicht zahlen. Schreib Quatsch, du weißt, du kriegst dein Geld. Mach's mit einem Aal. Der ist nicht wählerisch. Hey, wer ist das denn hier? Deine Schwester? Stell uns einander vor. Hau jetzt endlich ab, Lenny. Du vertreibst meine echten Freier. Komm schon. Die steht auf einer Falltüre. Das heißt, die muss man irgendwie auslösen können, ne? Fünf? Jetzt? Rosie? Hi. Du weißt nicht zufällig, wo ich einen Schalter finde? Für die Falltüre? Okay, hier ist noch was zu holen. Ah, hier. Hey ho. Wow. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Musst du mir nur in die Eier treten, wie sonst auch. Wie sonst auch. Das ist voller Scheiße. Lenny, einige Mädchen würden berechnen, was ich mit dir mache, sobald ich hier raus bin. Jemand hat das Scheißtor gestriegelt. Das Scheißtor verriegelt. Moment, vielleicht mache ich das ja sogar selbst. Klettern geht nicht. Nicht in diesen Schuhen. Ich könnte mir die Eier aufscheuern. Die jucken schlimmer als nervöser Hautausschlag. Ich setze mich jetzt mal. Mein Gott, jetzt muss man dem ehrlich noch seine Türen, seine eigenen Türen aufmachen. Oder sind das seine eigenen? Ich habe keine Ahnung. Tada! Weiter geht's, Lenny. Oh, Lenny. Geh vorbei. Ist das jetzt dein Ernst? Kann ich diese Tür wieder zumachen? Oh. Okay. Das war jetzt doof, weil der gegen diese dämliche... Weil er gegen seine dämliche Tür gerannt ist. Das war jetzt irgendwie blöd. Mann! Okay. Dann versenken wir noch einmal die Dirne. Im Scheißhaus. Wo ist sie hin? Rosie! Wenn du willst, dass ich gehe, musst du mir nur in die Eier treten, wie sonst auch. Meine Seidenwäsche ist voller Scheiße! Lenny! Die tragen Seidenwäsche? Einige wow, ziemlich exquisite Mädels. Ich mache, sobald ich hier raus bin. Jemand hat das Scheißtor gestriegelt. Das Scheißtor verriegelt. Moment, vielleicht war ich das ja sogar selbst. Klettern geht nicht. Nicht in diesen Schuhen. Ich könnte mir die Eier aufscheuern. Die jucken schlimmer als nervöser Hautausschlag. Ich setz mich erst mal. Nicht setzen, mein Freund. Wenn du dich setzt, dann sorgt das nur wieder dafür, dass du gegen die Scheißtür rennst. Und das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Ich bin's! Lenny, macht auf, ja? Dankeschön. Okay, wer hat mich davon entdeckt? Oder sollen alle Gauner und Diebe wissen, dass wir hier sind? Am alten Lenny kommen die nicht vorbei. Außer sie steigen einfach über deinen versoffenen Knochensack drüber. Du kannst doch nur Pfeile aufhalten. Das ist nicht sehr freundlich. Aus dem Weg. Ich komme geschäftlich. Sehr wichtig. Okay, ich soll den Schädel stehlen. Aber wie komme ich dahin? Das ist hier die Frage. Was für eine Nacht. Ich muss was trinken. Ja, Lenny zu beschatten war nicht einfach. Aber er hat mich zu seiner Bande geführt. Ja. Freut mich. Das heißt aber jetzt auch, dass es wahrscheinlich
Also, ich fand's schon relativ einfach, den jetzt zu beschatten. Ich musste ja nur so ein paar Mechanismen auslösen wenn hier. Wenn du keinen Käufer für den Mist findest, den du immer anschleppst, gehst du damit zu den Fischen. Aber ich kann nicht schwimmen. Huch. Genau darum geht's ja, du Idiot. Deine Boote sitzen fest und du klaust Sachen aus dem Zirkuswrack. Wer soll das denn kaufen? Das erinnert mich an deinen tollen Einbruch beim Tierpräparator. Wusstest du, dass ich mal Wache bei Duke Thorburn war? Der Kerl hat okay, da oben scheint er irgendwo zu sein. Das heißt, ich... Hat mich mal speichern? Ich rede immer ziemlich wenig, wenn ich diese Nebenaufträge mache, merke ich. Allerdings... weiß ich auch nicht wirklich, was ich erzählen soll. Muss ich leider zugeben. Ist hier unten irgendwer? Oh, da ist jemand tatsächlich. Die Kerze ist ausgegangen. Ja. War wohl ein Lüftchen. Wie viel was? Geld, Lenny. Nicht wieder anmachen, Geld. Nicht wieder anmachen. Du willst dir von mir Kleingeld borgen, also Bernie, es ist so lieb sein. Nicht anmachen. Nein. Och Mann. Wer ist da? Hallo? Robbie, dir für den verdammten Schädel angeboten. Oh, viel Geld. Ja, viel Geld. Hab's mit den Zähnen getestet. Nicht, hä? Ich hab mal auf eine Goldmünze gebissen. Ging direkt durch. Das Ding war aus. Ich schwöre dir, ich begrab dich in einem Loch und tanze darauf mit deiner Mutter, wenn du nicht endlich aufpasst. Hey, red nicht so von meiner Mutter. Oh oh. Ich war ihr Liebling. Ich sterbe, wenn's mehr von dir gibt. Bitte hau ab. Bitte hau ab. Sie konnte alle Männer im Dorf unter den Tisch trinken. Seine Mama konnte die Männer unter den Tisch trinken. Aus einer großen Familie. Ist klar. Wir waren sechs Jungen. Mama war damals. Kann ich hier irgendwie hoch? Ich muss hier hoch. Hat uns allen die Brust gegeben. Warum sind wir heute so? Worüber zum Henker reden die? Die trinken gerne, oder? Wie wir alle. Naja, was soll's? Ich muss nach oben, verdammt. Trink aus und dann geh und schließ das Geschäft ab. Okay, ich glaube, ich muss hier... Muss ich hier raus? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich muss irgendwie da hoch. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wie. Gibt es hier eine Treppe? Okay. Natürlich gibt es da eine Treppe. Okay, kann ich es mit einem Wurfobjekt versuchen? Ich werde es mal versuchen. Speichern. Was geht? Hey! Warum gehst du nicht darüber? Komm raus, wenn du da bist! Ich muss die verdammte Treppe hoch, du! Kann ich den K.O. schlagen? Seit ich mir die Ohren gewaschen habe, höre ich einfach zu gut. Da schwellen einem ja gleich die Eier. Ich versuch's. Lenny kriegt sowieso nichts mit. So. Hatte der noch irgendwas am Gürtel? Nein. Lenny hat wahrscheinlich auch nichts dabei. Gibt's hier noch irgendwas zu mitnehmen? Aha. Ich brauch was zu trinken. Oh. Guter Fund. Hübsch. White Ridge irgendwas. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Echt mal. Puh. Okay. Also. Mach ich jetzt einfach mal alles dichter. Ich bin froh, dass Lenny so betrunken ist. Der kriegt ja echt nichts mit. Aber betrunken halt. Okay. Ich muss nach oben. Ich hoffe, da oben rennt nicht auch irgendwer rum. Ich fühle mich nicht besonders. Keiner fühlt sich hier besonders. Okay. Speichern. 100.000 Mal speichern. Jetzt muss ich gucken, wie der läuft. Er kommt vermutlich auch zurück. Der Schädel ist aber da vorne. Oder läuft er in die andere Richtung? Oh nein, der läuft hierher. Oh, 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 oh. Oha. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Okay, dann muss ich warten, bis er wieder in die andere Richtung läuft.
Endlich hat das mal so ein bisschen Thief-Charakter, dass man auch gucken muss, wohin die Leute laufen und abwarten muss und so. Weg, weg, Licht aus, danke. Hier ist er. Ah, okay, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Komm schon. Beeil dich, Garrett. Okay. Sieht aus, als gehöre das zu Vittoris Nummer. Nein. Nur, dass der Nein. Schädel echt ist. Ihr werdet treffen einen Fremden bald. Groß, dunkel, gut aussehend, kalt. Das ist gut zu wissen. Ich verhungere. Groß, dunkel, gut aussehend? Die sprechen doch nicht von mir. Kann ich hier irgendwie weiter hoch? Sieht aus, als könnte man da hoch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hat hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Blinkt hier noch irgendwas? Da vorne sind Schubladen. Die könnte ich eventuell looten. Könntest du dich bitte rumdrehen? Hier gibt es keine Lärmpfeile, hier gibt es nur Wurfobjekte. Das ist scheiße. Blöd. Naja, gut. Okay, da hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Ist auch irgendwie ein bisschen unsinnig. Aber das ist noch eine Truhe. Speichern. Nein, er sieht mich. Er sieht mich. Hä? Jemand umher? Da! Hey! Du! Halt! Was denn? Was? Warte, warte, warte. Kann ich dich? Kann ich dich? Warum kann ich dich jetzt nicht schlagen? Ich will dich schlagen. Wow, da ist noch einer. War mir klar, dass das nicht funktioniert, aber der Depp will sich ja einfach nicht rumdrehen. Ah, jetzt hat er auf einmal Haare, ist ja interessant. Nice, nice. Okay, mein Freund. Ich muss schlafen. Das ging vergleichsweise schnell. Jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich dich irgendwie da wegschaffe. Ich hoffe, du warst der Einzige, der hier oben rumschlawinert. Au. Okay, hier gibt's auch noch ein bisschen was zu holen, so wie es aussieht. Oh, komm schon! Mein Gott, dass die sich immer alle so schwer machen müssen. So zum verrückt werden. Komm schon. So, jetzt kann ich hier nämlich endlich. Da muss ich wenigstens kein Schloss knacken. So, jetzt kann ich wieder zumachen. Das konnte ich nämlich vorhin nicht. Weil ich aufhören und aufpassen musste, dass ich hier nicht umgenietet werde. Was allerdings dann am Ende doch passiert ist. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Gib mir das. Warum hat das nicht geblinkt? Aha. Sehr schön, sehr schön. Wahnsinn. Also ich glaube, ich mache jetzt demnächst öfter solche Kunden. Ja, ihr merkt wahrscheinlich, dass meine Sprache nicht mehr ganz so gut ist. Ich bin auch betrunken. Wie Lenny. Nein. Ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst öfter solche Kundenaufträge machen, weil irgendwie lohnen die sich wirklich. Ich kann hier ordentlich abstauben. 2444, ja, fast eine Schnapszahl. Okay. Kann ich jetzt hier unten durch auch wieder in die andere Richtung? Das wäre super. Eins. Hier unten lief doch auch noch einer rum, oder? Ich weiß es nicht. Ach ja, natürlich, der hat doch für die Kerze wieder angemacht. Okay. Speichern. Scheint aber jetzt nicht mehr hier zu sein. Hatte ich den auch K.O. geschlagen? Nee. Oder er ist einfach schlichtweg nicht mehr hier. Okay, dann gucke ich mal, dass ich die Treppen hochkomme.
So. Nicht, dass der jetzt hier oben rumhängt. Doch, er hängt hier oben rum. Ah! Okay, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt muss ich zusehen, wie ich hier rauskomme, ohne dass ich von den Typen entdeckt werde. Kann ich den auch umnieten? Ich versuch's mal. Wenn schon, denn schon. Ich weiß, ich widerspreche gerade all meinen Prinzipien. Aber ich muss ja irgendwie rauskommen. Ich hoffe, das war nicht Lenny. Hattest du noch irgendwas bei dir? Wow, das war ja mal ein cooler Schuss. Hat eigentlich keinen Sinn, den jetzt noch groß zu verstecken, weil die eh keiner mehr rumhängt. Außer dem hier. K.O. schlagen. Bringt eh nichts. Ein Wurfobjekt. Die habe ich schon. War hier unten nicht noch irgendwas, wo ich reingucken konnte? Hier, da. Bingo. Haha, jetzt hätte ich beinahe was übersehen. So eine Schande. So, hier nochmal genau gucken. Haha, siehste? Da ist nämlich auch noch was. Hier hinten nochmal schön umgucken. Aha. Okay, hier ist aber nichts mehr. Hier noch irgendwas übersehen? Nein. Okay, sehr schön. Dann kann ich, glaube ich, beruhigt gehen. Der ist K.O. Ihr erobert eines hochgestellten Herz und erhaltet Reichtum ohne Schmerz. Ist da oben jemand? Wieso Reichtum? Lenny, bist du das? Freut mich, dass du deinen Spaß hast, Idiot. Kann ich die da auch wieder rauslassen? Hallo. Ich fände es echt schön, wenn ich die da wieder rauslassen könnte. Nein, kann ich aber nicht. Ach Mann, die Arme. Die tut mir gerade voll leid. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Moment mal, hier kam ich doch gar nicht her. Ich kam von hier. Oh, da sieht der Typ mich doch. Nein, tut er nicht. Um zu verstehen, euch und die Welt, sucht nach Geld. Die hängen immer noch hinter diesen Flammen. Nach Geld. Lass euch nicht ein humpelnder Hohle mit schwarzer Börse und Augen aus Kohl. Wow. Sehr poetisch, mein Freund. Wirklich sehr poetisch. Besser hat Konkurrenz, wenn es ums größte Großmaul der Stadt geht. Aber ich lasse mir lieber von ihm weissagen sagen, als von diesem Ding. Ja. Ja. Okay, ich möchte in das Südviertel gehen, ja. Aua. Hui. 95%, 2 K.O.-Schläge im Kampf. Bleibe unentdeckt, habe ich erledigt. 2 K.O.-Schläge im Kampf. Okay. Stiehl alle Beuteobjekte. Entdeckt wurde ich gar nicht, das ist schön. Verdacht erregt habe ich aber das habe ich allerdings zweimal. K.O. geschlagene Bedrohung eine. Geknackte Schlösser 2. Taschendiebstähle gar keine, weil die auch nicht zum Stehlen war. Gefundene Beute 19 von 20. Schade, eins habe ich übersehen. Das ist aber schade. Das ist wirklich schade. Okay. Aber wundervoll. Wenn du dich aus deiner Deckung lehnst, kannst du schnell zu anderen andere Ecke wechseln. Okay. Finde ich auch sehr interessant. Aber jetzt bin ich schon wieder fast bei einer halben Stunde, verdammte Scheiße. Meine Parts sind aber viel zu lang. Aber jetzt habe ich wenigstens die gesamte Mission in einem Part drin. Das ist doch schon mal nicht übel. In Riverside wimmelt es von Banden wie den Aalbeißern. Man tut gut daran, Ärger zu vermeiden und unauffällig zu sein. Da sagst du was, mein Freund. Alles, was wir gegen die Schwermut kriegen, da sagst du was. Muss ich jetzt nicht zu diesem Typen zurück und dem sein komisches Dingsbums geben? Seinen komischen Schädel. Gut, mache ich ja beim nächsten Part. Weil ich muss jetzt wirklich beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Mal war ich nicht ganz so neben der Spur wie sonst. Und habe mir aber auch Mühe gegeben. Das war wirklich sehr lukrativ. Ich glaube, ich mache demnächst noch ein oder zwei andere Nebenmissionen, wie gesagt. Und lasst doch ruhig eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft auch gerne kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und abonnieren nicht vergessen. Da unten der Abonnier-Misch-Button. Und auch unten, wenn ihr schon mal da unten ist, rumlungert, auch gleich mal in die Videobeschreibung gucken, weil da sind wichtige Links drin.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.